Seit 26 Jahren schon auf der Straße bin in Hannover. 26 Jahre? Wissen Sie noch, wie das passiert ist? Ja, natürlich. Meine Kinder wurden mir weggenommen. Ich wurde rausgeschmissen aus dem Haus und in die Psychiatrie gekommen. Meine Mutter ist tot. Mein Papa ist tot. Mein Sohn ist tot. Und ich bin durch. Ich komme 3 Wochen komme raus in von Psychiatrie. Der hat mir einfach das Essen zurückgegeben und wollte einfach Geld haben. Der wollte das Essen einfach nicht nehmen. Ey! Was ist los mit dir? Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Azadi. Neben mir ist Barello Berra. Freunde, wir haben einen ersten Teil abgedreht. Den Teil seht ihr im Barellos YouTube-Account. Erster Link in der Bio. Wir werden jetzt hier weitermachen, wo wir bei Barello aufgehört haben. Und zwar das Essen zu verzeihen an Obdachlose, an Ramadan. Weil wir einfach der Meinung sind, dass es uns viel zu gut geht und wir ein Stück weitergehen möchten. Barello hat Unterstützung hier in Hannover. Natürlich, immer, immer. Bei sowas bin ich immer dabei. Kommt. Fairer halber dazu sagen, es war sogar Barellos Idee. Also, let's go. Azadi, soll ich ihn wecken? Ja, ja, Bruder. Entschuldigung? Ja? Hier, Essen, Trinken für dich. Aber es kann kalt werden, ne? Döner jetzt essen, ne? Damit es nicht kalt wird. Danke schön. Bitte schön. Gerne. Komm, gehen wir einmal hier auf die andere Seite. Wir haben Essen für Sie. Wollen Sie etwas essen? Hier ist Döner, Lahmacun, Ayran, Süßigkeiten. Ja? Aber müssen Sie jetzt essen, weil es wird sonst kalt. Okay? Gut, gute Nacht. Ciao. Bleiben Sie gesund. Ja, passen Sie auf, es fällt alles runter. Okay? Ciao, ciao. Boah, krass, Alter. Ich schwör's dir. Ich finde das so krass. Die freuen sich wegen sowas. Und bei ja, uns, wir freuen uns nur, wenn wir über 20.000 Euro gemacht haben. Ja, klar. Schon traurig, Bruder, weil, Bruder, es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt langsam fängt der Sommer wieder an. Jetzt ist es auch ein bisschen warm. Aber, Bruder, im Winter, was machen die Leute dann? Bei Allah sogar. Ja, ich schwöre. Bruder, wir können uns echt glücklich schätzen, ehrlich. Deswegen, dieses Video dient auch dazu, nicht um uns selber zu pushen. Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen einfach, dass die Leute das Video sehen und denken, ey, komm, Zeit, was Gutes zu tun. Und deswegen, wir nehmen euch überall hin mit, egal ob ein TikTok-Live-Matches oder im Sport. Und wenn ihr das könnt, Leute, könnt ihr auch. Wallah, ihr könnt das auch. Manchmal ist es gar nicht wirklich viel. Also, wir hätten auch Geld spenden können, wollten wir aber nicht tun, weil wir nicht wissen, was die Leute damit tun. Deswegen Bruder, was ist 500 bis 1000 Euro bitte? Was ist das? Natürlich, mein Bruder. Nun, damit ihr einmal versteht, was hier überhaupt drin ist, versuchen wir es euch ein bisschen zu zeigen. Wir haben hier einmal Chips geholt, Knoppers geholt, Wasser geholt. Einen Döner haben wir auch am Start. Wir haben hier einen Pommes-Döner oder Dönerbox, je nachdem, was man es nennt. Hier Servietten und Ketchup-Mayo und auch Pommes. Und sogar ein Lahmacun haben wir geholt mit einem Ayran. Also einfach alles Mögliche. Wir haben versucht, so viel wie möglich reinzupacken, damit das wirklich eine volle Box wird, damit die Leute auch am nächsten Tag irgendwas davon haben und nicht hungern müssen. Vor allem an diesem heiligen Monat Ramadan. In der Fastenzeit merken wir das immer wieder, wie wichtig und kostbar Essen ist. Und viele Menschen da draußen können sich das nicht mal leisten und hungern jeden Tag. Wir haben jetzt 2, 3 Leute was gegeben. Du merkst sofort, für die ist das nicht selbstverständlich. Und es gibt Leute, ne, guck mal, früher auch, wo ich selber TikTok gemacht habe und so, ne, die tun immer, lass Verlierer Mehl auf Kopf, Verlierer Ketchup auf Kopf und so. Weißt du, wie wichtig das ist für die Menschen? Natürlich. Natürlich. Deswegen, Leute, von sowas komplett distanzieren und so und nur gute Taten machen. Und womit wir gespielt haben und so, man kann das einfach an bedürftige Menschen verteilen. Wallah. Wir haben die ersten Pakete losgeworden, jetzt versuchen wir neue zu machen und die zu füllen und dann hier weiter zu verteilen. Wir haben hier vorhin gesehen, wir haben erstmal abgecheckt, es sind auf jeden Fall viele Obdachlose, deswegen werden wir auf jeden Fall da reingehen und weiter verteilen. Ich werde auch versuchen, mit jemandem zu sprechen, vielleicht 1, 2 Fragen zu stellen. Servus. Haben Sie vielleicht Hunger? Ja. Hier so Döner, Lahmacun, Trinken, Essen, das ist alles Mögliche drin. Wollen Sie auch eins haben? Bitte schön. Soll ich hier eins für den Kollegen? Auch. Aber der Kollege müsste aufwachen, ja, weil sonst wird das kalt. Das ist einfach hier stehen, ne? Ja. Ach, hier habe ich für dich auch was. Okay, alles gut. Was denn? Essen, bleiben Sie trinken. Gesund, ja? Okay. Oh, geil. Kann ich Ihnen was fragen? Ja. Wie ist das so für Sie? Was? Hier so auf der Straße, kalt? Nee, ist nicht kalt, nur langweilig auf der Straße. Was machen Sie so den ganzen Tag? Geld verdienen und essen und trinken. Geben die Leute viel Geld? Nee. Haben Sie es schwer hier dann auf der Straße? Nein, ist nicht schwer, aber ich will ein Zuhause. Aber was ist denn das Problem? Also warum haben Sie kein Zuhause? Weil ich 26 Jahre schon auf der Straße bin in Hannover. 26 Jahre? Wissen Sie noch, wie das passiert ist? Ja, natürlich. Meine Kinder wurden mir weggenommen. Ich wurde rausgeschmissen aus dem Haus und in die Psychiatrie gekommen. Und wie ist das so mit Drogen? Drogen kosten Geld, aber es sind gar keine Drogen. Aber nehmen Sie selber auch Drogen? Ja, aber ich will die nicht nehmen. Die zwingen einen dazu.
Wer zwingt Sie dazu? Ich werde im Keller gefunden. Überall werde ich gefunden und die, ich höre sie, ich weiß das. Die wollen Drogen. Ja. Wenn sie an der Tür nach Drogen verlangen, also ich weiß, also, an der Tür gibt es keine Drogen. Drogen gibt es hier am Raschplatz. Wollen Sie wieder zurück in ein normales Leben? Ja, natürlich. Normal. Aber wie kann man Ihnen denn noch helfen? Jetzt außer Essen oder Geld? Therapie will ich machen. Ich brauche keine Therapie. Ich habe nichts. Ich bin nicht süchtig. Sie selber denken, Sie sind nicht süchtig? Ja. Affig bin ich oder was? Entzugserscheinung habe ich auch nicht. Ich will Sie nicht länger aufhalten, ja? Ich lasse Sie jetzt in Ruhe. Yo. Bleiben Sie gesund, ja? Ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber klingt auf jeden Fall nach einer harten Lebensgeschichte. Bruder, da gibt es weiter Menschen, ja? Wir müssen noch mehr holen, ne? Willst du was essen trinken, mein Bruder? Hier. Oh, da haben Sie gekotzt. Hier, willst du essen trinken? Nee, wir bringen noch. Wir bringen Ihnen jetzt noch mehr. Für Ihre zwei Freunde, ja. Wir bringen, okay? Noch zwei. Wir kommen jetzt, okay? Nein, wir bringen noch. Wir bringen noch. Ja. Eine Sekunde, ja? Da, vorne, Gott, danke schön, Bruder. Also wir holen jetzt noch mehr, weil hier sind noch auf jeden Fall mega viele. Er bedankt sich einfach immer noch, ich schwör's dir. Er heult einfach, ne? Er hat einfach Tränen in den Augen. Geisteskrank. Barello hat ihm die Tüte gegeben, er hat einfach Tränen in den Augen bekommen. Bruder, der hatte da gekotzt und so. Ja, weißt du, was das Schlimmste ist, Bruder? Weil die trinken. So hätten die nicht getrunken und so, wallah. Aber Bruder, die sind auf Straße. Was sollen die sonst machen? Bruder, die haben ja nichts Bruder, anderes. Weißt du, ich meine? Ja, Bruder, es ist hart zu sagen und so, ne? Aber weil die auf Straße sind, muss man noch dazu trinken. Verstehst du, was ich aber meine? Aber was willst du sonst den ganzen Tag machen? Ich kann das nachvollziehen, wirklich. Bruder, auch, dass die alle Drogen nehmen, weil, Bruder, guck mal, du musst dir vorstellen, alle Leute von denen, jeder nimmt Drogen, jeder raucht, jeder trinkt. Ja. Und dann machst du es auch. Warum? Weil du bist das, was dein Umfeld ist. Verstehst du, Bruder? Deine Umgebung, Bruder, das bist du auch. Wenn du nur mit Rauchern bist, rauchst du irgendwann. Bruder, weißt du, was ich mir denke? Wenn du nichts hast und so, ne? Könnte man auch so zum Beispiel vor Moschee chillen, also beten die ganze Zeit. Weißt du, es gibt zum Beispiel auch in Albanien viele Leute, die haben nichts zu essen, trinken und so, die gehen die ganze Zeit Moschee und so. Man erkennt die Leute, die trinken und die Leute, die Moschee gehen und arm sind, weißt du? Man erkennt diese zwei Leute so. Aber ja, seine Freunde und so, weißt du, auch diese Umfeld und so. Ey, weißt du, Wallah, mein Herz bricht, Bruder. Wallah, hast du gesehen, wie der Bruder hat geheult? Wallah, der hat geheult. Das nächste Mal so, weil sonst denkt, also, Freunde, wir holen auf jeden Fall noch mehr und geben den Bruder hier ein paar Stück noch mehr ab. Wir sind wieder bepackt mit vollen Tüten. Der Bruder Barello auch am Start. Hier. Ein paar Tüten hier, 3, 5, keine Ahnung, 4. Ich versuche auch ein paar Leuten zu reden, weil mich das Thema wirklich sehr interessiert. Ein bisschen fragen, so, wie das alles passiert ist oder wie es denn geht oder wie man noch helfen kann. Bruder, wir haben gesagt, wir kommen wieder. Bruder, hier einmal für dich. Ich habe gemacht, alles. Ja, alles gut, Bruder, alles gut. Bruder, hier deine Freund, kannst du auch eine gehen? Gerne. Bruder. Aber Bruder, ich habe eine Frage. Darf ich fragen? Warum trinkst du? Warum ich sage da rein? Ja. Ich kann das sagen. Meine Mutter ist tot. Mein Papa ist tot. Mein Sohn ist tot. Und ich bin durch. Ich vor 3 Wochen komme raus in, von Psychiatrie. Ich war Psychiatrie über 3 Wochen. Die machen das nicht richtig. Wann ich brauche Medikamente, ich brauche das. Die geben mir für mich meine richtigen Medikamente. Ich frage, geben Sie bitte Medikamente, bitte. Oder darf ich dich fragen? Ja. Nach dem Tod deiner Familie bist du dann auf der Straße gelandet? Ja, auch ja. Das war der Hauptgrund? Ja, auch. Richtig große Grund. Wenn du mich morgen hier kriegst, du noch kannst du mehr kriegen von mir. Ohne Scheiße. Kann man dir noch irgendwie helfen? Wie kann ich dir helfen? Keine Ahnung. Ich schon sage, bitte, ich brauche eine Adaption. Weißt du, was heißt Adaption? Adaption, das heißt eine Richtung, wo, wenn dir geht's nicht gut, Leute auf dich einfach aufpassen. Okay, du brauchst jemanden, der auf dich aufpasst. Ich brauche das, ja. Du brauchst jemanden, der auf dich aufpasst, weil du nicht mehr in der Lage dazu bist, auf dich selber aufzupassen. Bruder, also du brauchst jemanden, der dir hilft, weil nach dem Tod deiner Familie du nicht mehr selber... Vom letzten Samstag bis heute war Knast hier. Warum warst du im Knast? Ich war Knast wegen, ich habe ein Little Wort geklaut und von meinen Baby. Warum hast du geklaut? Ich war besoffen und dann ich habe noch zu Rossmann geklaut. Ich habe Baby, 6 Monate ging es, keine Ahnung, das, warum ich das gemacht habe. Das weißt du was? Was hast du geklaut? Ich habe geklaut Baby. Baby, das. Wie heißt das? Keine Ahnung. Also, Schnuller? Ja, das ich habe geklaut, Rossmann. Wegen aber warum? Kein Mann, okay. Bruder, wir müssen leider weitergehen, wir müssen weiter verteilen. Bruder, bleib gesund, ich wünsche dir alles gut auf dieser Welt.
Es tut mir leid für deine Familie, mein Beileid. Inshallah sind sie alle im Paradies, mein Bruder. Pass auf dich auf. Amen. Ja? Amen. Amen. Danke, danke, Bruder. Ja. Sehr gerne, mein Bruder, sehr, sehr gerne. Danke, schau. Danke, was euch machen. Sehr gerne, Bruder, machen wir gerne. Danke, Bruder, alles Gute dir auch. Bruder, da vorne. Bruder, bitte, Barello, Bruder, hast du das gehört? Ruf ihn, Bruder. Ja, Wallah, seine ganze Familie ist gestorben und so. Ey, Bruder. Entschuldigung, brauchst du was zum Essen, Trinken? Ja, gerne, mein Bruder. Das. Bleib gesund, ja? Bleib gesund. Bruder, der steht da an, der will essen. Wallah. Und keiner gibt Essen. Ja, warte mal ganz kurz. Lass es schmecken, ja? Boah, ich hab leider kein Geld, ja, nur Essen, Trinken. Bruder, ich will dir kein Geld geben. Bruder, man weiß nie, vielleicht wollen die Alkohol und Drogen. Bruder, und so. Lieber Gott, der hat mir einfach das Essen zurückgegeben und wollte einfach Geld haben. Der wollte das Essen einfach nicht nehmen. Und diese hier auch? Hier, mein Bruder. Was soll ich sagen? Musst du mir einmal sagen, Bruder. Was soll ich sagen? Schipenacheta. Schipenacheta. Ey! Was ist los mit dir? Die zwei letzten, dann schließt das Video ab. Komm, Leute. Habt ihr Hunger, Männer? Dankeschön. Ja, bitteschön. Dank. Essen, Dank. Trinken, Süßigkeiten hier drin. Oh, jetzt gerade hier. Sehr gut. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Bruder, hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja, klar. Wir holen noch zwei weitere. Wir haben hier gerade noch jemanden getroffen. Und die zwei, denen wir gerade zwei Pakete gegeben haben, haben noch einen Freund, der da liegt. Und den werden wir auf jeden Fall hier, Bruder, auch was geben. Habt Ramadan gerade, ne? Ja. Was sagst du? Ja, Bruder, wir haben gerade Ramadan. Ich muss hier noch. Möge Gott dich auch segnen, mein Bruder. Ich bin seit 8 Tagen wieder in Hannover. Ich kenne diese Stadt von vor 30 Jahren. Ich war selber schwerst abhängig. Es ist noch genau dasselbe wie früher, nur dass die Drogen noch schlechter sind, noch schneller ticken, aber langsam. Und alle davon schön profitieren, die Ärzte und alle, das System. Kannst du mir sagen, warum die Obdachlosen alle Drogen nehmen und trinken? Also warum macht man, also warum? Das habe ich nicht verstanden, genau. Es gibt sicherlich mehrere Faktoren, warum ein Mensch Drogen nimmt. Vielleicht ein nicht bearbeitetes Trauma oder ein Selbsthass, eine Autoaggression. Ja. Ist es auch die Langeweile vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Damit fängt das bei den meisten Menschen an, dass wir eine Zigarette rauchen in jungen Jahren. Ja, deswegen niemals mit Zigaretten anfangen. Das ist auch wichtig, ne? Alter. Kannst du vielleicht den jüngeren Leuten, die nicht auf der Straße leben, kannst du vielleicht irgendwas mitgeben? Glaubt nicht alles, was das TV euch zeigt. Vergesst TikTok und das Internet. Stark. Das ist alles Propaganda, glaubt nicht an die Propaganda, glaubt daran, dass es etwas gibt, was größer ist wie ihr, und das ist nämlich unser Gott. Es gibt tatsächlich diesen Gott. Sucht ihn. Amen. Und gebt mit ihm. Mein Bruder, vielen, vielen Dank. Bleib gesund, ja? Also, das war ein geisteskrankes Statement. Barello wird jetzt die letzte Tüte abgeben. Entschuldigung, wollen Sie essen, trinken? Hier, ich lasse hier einfach, ne? Okay. Tschüss. Pass auf euch auf, Männer, ne? Immer an Allah glauben. Immer an Gott glauben. Genau. Richtig. Nur Gott gibt nur uns. Gott. Freunde, also an dieser Stelle, vor allem mit dem letzten, den wir kurz nochmal als kleines Interview hatten, schließen wir das Bruder, Video es ab. Es ist nur allerletzte Tüte. Wollen wir den einfach aufgeben? Ja, Wallah. Okay. Wir haben noch eine Tüte übrig, den geben wir einfach auch hier. Jungs, wir haben noch eine übrig. Ist noch übrig, kannst du auch haben, ja? Oh, danke schön. Schmeckt das Essen? Danke. Schmeckt gut? Schmeckt gut. Wallah, schmeckt gut? Schmeckt gut. Schmeckt gut, Bruder? Schmeckt gut, danke. Ist gut? Gut, Alter. Ja? Schmeckt gut. Okay, Bruder. Möge Gott mit dir sein, mein Bruder. Alles Gute für Ihre Familie. Danke. Gott auch, Pastor Gitsch. Nochmal Wasser und Süßigkeiten. Eine für dich. Und eine für dich. Sowieso nicht verteilen. Sehr gut, stark. Immer miteinander teilen. Normal. Sehr gut, sehr stark. Immer. Leute, wir schließen das Video da ab, wo alles auch begonnen hat. Und zwar vor den Listendöner. Nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr uns entgegengekommen seid, dass ihr die Tüten verpackt habt. Dass ihr uns geholfen habt, auf jeden Fall auch die ganzen Umstände. An dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an die Allianz.ffm-Vertretung in Frankfurt am Main. Mein Hauptsponsor, vielen, vielen Dank für die Bezahlung der Döner. Wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, auch in die Kommentare reinballern. Genau. Barello, deine Worte noch? Meine letzten Worte, da meine Worte mehr Gewicht haben, sage ich euch, Leute, an diesen Typen, Leute, der den, das, wie heißt der? Die Allianzvertretung in Frankfurt. Die Allianzvertretung. Mo El Ahmed. Ja, Leute, wie er das gesagt hat, ich kann das nicht aussprechen. Danke nochmal an den. Und Leute, sagt einfach, was eine Idee ihr habt, Leute,
was wir machen können und so. Ist kein Problem, Leute. Einfach eine Idee schreiben, Leute, weil uns fehlt die Kreativität. Wir werden älter mittlerweile, Leute. Einfach in Kommentare schreiben und dann drehen wir das Video. Oder 100%. Nicht? Also, ich und Barello sind für alles am Start. Ich glaube, wir können in Zukunft auch ein paar mehr Videos zusammen drehen. Barello ist ein unterhaltsamer Typ. Hier sind die ganzen Pakete, die wir heute verteilt haben. Und wenn ihr Lust habt, dass wir genau mehr solche Videos drehen, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Und dieses Video dient nicht dazu, dass wir uns pushen oder dass wir zeigen, dass wir die krassesten sind, weil wir müssen was spenden. Nein, aber wir nehmen euch bei allem mit, egal ob es Training ist, egal ob es Vlogs sind. Und deswegen haben wir uns dieses Mal auch mitgenommen, weil vielleicht sieht der eine oder andere das und das gibt ihm die Kraft oder die Idee dazu, anderen Leuten zu helfen. Und helfen kann jeder, egal wie, inwiefern. Stark, stark, stark. Gänsehaut, Wallah. Wallah, stark. Also, Us, let's go.